bitte. Liebe Damen, liebe Herren, liebe Pennsoldaten, liebe Pennfamilie, ich glaube, beim Zeltlager ist der Begriff Pennfamilie der passendste überhaupt. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier zum Zeltlager erschienen seid und wieder mal mit ein bisschen Unterstützung vom lieben Göttchen, vom Petrus, ein tolles Fest erleben könnt. Ich freue mich vor allen Dingen, dass so viele, viele Kinder dabei sind. Ich denke, dem Nachwuchs der Penn tut das gut. Und wenn ich das so gestern und heute beobachten durfte, ich glaube, ihr habt auch eine Menge Spaß. Spaß hatten die Eltern auch, aber erst was später, als die Kinder im Bett waren, unten am Lagerfeuer. Details möchte ich aufgrund der anwesenden Kameras nicht nennen. Ich freue mich, dass ihr heute jetzt hier zum Familienfest seid und mit uns zusammen hier ein paar unbeschwerte Stunden mitten im Sommer erlebt. Sonst ist ja eher die Karnevalszeit unsere Stärke. Aber genau die Stärke haben wir, weil wir solche Feste wie hier haben und einfach ungezwungen bei einem Bierchen, einem Kaffee und einem Stück Kuchen, wie auch immer die Reihenfolge da sein mag für den einen oder anderen, zusammen ein Pläuschen halten können. An der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei vielen helfenden Händen, die das Ganze hier vorbereitet haben. Zuallererst bei unserem Franz Josef, der gefühlt seit 200 Jahren das Zeltlager mitorganisiert. Macht das aber nicht ganz alleine. Der liebe Norbert, Anton Meise genannt, kurz Ameise, er schleppt alles von A nach B, ist mit an Bord. Der Christian Mertens hat mitgeholfen und der Sebastian Boch. Und ich glaube, das ist ein erster Applaus wert. Peter Müller. Peter, auch dir einen herzlichen Dank, du hast mitgeholfen und bist der LKW-Fahrer. Danken darf ich aber auch und dann auch gleich das Wort mal überleiten Richtung Spielmannszug. Denn der Spielmannszug hat vor einem Vierteljahrhundert, dürfte es her sein, angefangen, diese Veranstaltung ins Leben zu rufen und zu sagen, gerade für die Kadetten, für den Nachwuchs der Penn, machen wir etwas, nämlich ein Zeltlager. Heute ist es immer noch so, dass der Spielmannszug federführend diese Veranstaltung vorbereitet und organisiert und auch in diesem Jahr einiges sich überlegt hat, um den Nachmittag, nämlich jetzt gleich, mit Spielen zu füllen. Und freue mich deswegen, dass unser Zeremonienmeister da ist, der liebe Olli, der für den Spielmannszug zuständig ist. Und dass da sind der Marcel Mais und der Tom Merkens. Die beiden haben nämlich ein paar nette Spielchen vorbereitet, wo ich euch alle, egal ob klein, groß, jung oder alt, herzlich einlade, gleich mitzumachen. Ich weiß nur so zwei, drei Sachen, aber ich habe den Eindruck, dass das Spaß bringen könnte. Der ein oder andere wird sich mit Sicherheit dabei ein bisschen blamieren, aber egal, wir sind ja unter uns. Also, viel Plaisir und auch wenn September ist, rufen wir mal aus, ein dreifach kräftiges Hoche! Hallo! Echer Penn! Hallo! Zeltlager! Hallo! Danke, danke, bis später!